und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mein Bauernhof. Wir sind wieder zu Hause, können wieder über unser Land blicken, über unser wunderschöne Einöde, wollte ich gerade sagen, Einbuchtung. Und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Tja, und ich habe ein bisschen was gebastelt, das wollte ich dir mal eben zeigen. Und zwar, ich hatte ja bereits angemerkt, dass wir eventuell hier so eine kleine Schmiede brauchen. Und ich habe ganz einfach mal eine ganz simple, einfache Schmiede hier aufgebaut, mit automatischer Sortierfunktion natürlich. Das kann ich natürlich nicht lassen, so ist das normal. Also ganz einfach hier oben, irgendwas ist mit der Maus wieder komisch. Hier oben einfach die Kisten, wo wir Sachen einlagern, und dann läuft das hier in den Trichter. Und da habe ich jetzt auch die ganzen Sachen, die wir unterwegs eingesammelt haben, habe ich hier reingepackt. Dann habe ich hier ein bisschen Holz gesammelt, damit wir auch immer hier, ne, dass der Ofen noch immer befeuert ist. Und dann wird das, was hier geschmolzen wird, wird hier aus dem Ofen rausgezogen, läuft dann über die Rohre und dann hier in die Sortierfunktion. Und ich kann auch hier von Hand Sachen einlagern, wenn wir jetzt irgendwie von Hand irgendwie Zeugs gesammelt haben und so weiter. Dann kann ich es hier einlagern und dann kommen hier auch diese wunderbaren Nuggets raus. Das sind die Sachen, die kommen aus den Beeren. Und aus den Nuggets kann man... Nee, brauchen wir, glaube ich, einen großen Tisch, ne? Aus den Nuggets kann man dann wieder große basteln. Da könnte man zum Beispiel hingehen und dann automatischen Crafting Table dafür bauen. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Idee. Denn da kommt dann jeweils ein Ingot wieder raus, ne? Ah, diese Mausbewegung, das ist irgendwie so schnell. Ich weiß gar nicht, warum das auf einmal so ist. Auf jeden Fall hatte ich ja gesagt, wir haben ja so viel Kohle und naja, das war wohl doch nicht so. Aber wir haben dafür jetzt 5x64 Eisen, 3x64 Zinn, 6x64 Kupfer, Gold haben wir auch schon relativ viel und dann jeweils die anderen Sorten davon. Und dann habe ich hier noch Gabbro drin, keine Ahnung warum. Ach so, weil es ist das Zeug, womit ich hier brenne, genau. Ja, das habe ich mal eben gebaut. Ich habe ja noch so ein bisschen weiter ausgegraben. Ich habe mich mit einem sehr guten Freund unterhalten und derzeit habe ich hier ein bisschen weiter gegraben und weiter gebastelt. Irgendwas ist aber immer noch mit seinen Shaderpacks nicht in Ordnung. Vielleicht kann mir einer von euch da helfen. So, jetzt machen wir mal kurz hier. Wir haben noch ein bisschen was zu essen in der Tasche. Und zwar weiß ich nicht, was wir da gemacht hatten. Vielleicht weiß das jemand noch von euch. Denn zum Beispiel sieht das Haus wieder so komisch aus. Also hier, ne? Da, das war schon mal besser. Naja, ich habe heute jedenfalls in der Folge mit euch was Basteltechnisches vor. Ich möchte eine kleine Sache basteln. Und vorher habe ich noch was anderes, was ich euch zeigen möchte, was ich auch noch gebaut habe. Und zwar brauchten wir ja für die Büsche, da habe ich auch angefangen, das können wir eigentlich auch weiterbauen. Ah, wir haben schon wieder so viel zu tun. So viele tausend Sachen, die wir machen wollen. Habe ich eigentlich genügend Eisen immer mit dabei. Für Spitzhacken, ja. Und zwar, übrigens, wie findet ihr das neue Design? Es gibt ein komplett neues Design jetzt für Garderoll 2, damit ihr den Kanal auch schön weiterempfehlen wollt. könnt. So, hier ist meine kleine Dunkelkammer. Damit ihr was sehen könnt, habe ich überall Redstone Torches aufgestellt. Und dann können wir hier halt ernten, ne? Also wenn das jetzt reif ist, können wir die Beeren ernten. Und ich habe die eins höher gestellt, damit wir uns nicht stechen, weil die... Ne? Tun weh. Dann können wir die hier ernten, dann können wir die hier einlagern. Und ihr seht, wir haben noch jede Menge Platz. Das heißt, wir könnten diesen Raum noch ein bisschen vergrößern. Zumindest so, dass von den ganzen... Also, dass wir so wenig Iron Ore Berries haben, das wundert mich ein bisschen. Naja. Ja. Das wollte ich euch noch zeigen. Also, wir können das hier so ein bisschen noch weiter nach da hinten ausbauen. Können das größer machen und dann können wir hier regelmäßig Beeren ernten und damit dann unser eigenen Eisen und was wir nicht alles brauchen, herstellen. Hier hat sich, glaube ich, nichts getan. Doch, ich hatte hier, umgestellt, glaube ich, auf Redstone, weil ich die Motoren gebaut habe. Und auch hier habe ich eine sehr coole Idee, was da oben hinkommt. Da hängt noch Kohle. Mittlerweile weiß ich auch, dass wir wieder sehr viel Kohle brauchen werden. Also, ich werde die Kohle nicht mehr verachten und einfach liegen lassen. Ich glaube, das ist schon mal sicher. Ja, und ich freue mich auch, dass ihr jetzt auch auf Garderoll 2 angekommen seid. Was? Das ist ein Vogel. Hier unten soll ja unsere große Kuhweide, ich glaube, es wird eher eine Schafsweide, weil irgendwie sind hier
Es sind immer mehr Tiere da. Soll dahin, dass wir mal hier so ein bisschen rausgucken, auch von unserem Haus raus, dass wir die Tiere sehen können. Und ja, hier werden wir unseren ganzen Technikbereich weiterbauen. Das kennt ihr ja schon. Aber heute möchte ich mich erstmal um was kümmern, was ich mir auf der Reise so ein bisschen überlegt habe. Und ich will mal gucken, ob das auch so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Denn wir müssen zwei Dinge. Wir müssen, und das ist das Ziel für diese Staffel, wir müssen mal mit dem Haus anfangen. Wir wohnen ja immer noch entweder da unten in dieser kleinen Fischerhütte oder, und außerdem brauchen wir ein Lager für Steine, in unserer kleinen Fischerhütte oder in unserer kleinen Teeküche. Und wenn wir hier mal auf unseren, wie ging das nochmal? So, wenn wir hier auf unseren Plan schauen, Haus bauen, ne, Felder erweitern, Automatisierung, das ist ja ein Inselprojekt, da kommen wir noch zu. Lager ausbauen, naja. So, dann das Aufseherbüro, das hatte ich also schon mal so ein bisschen geteasert. Und ja, einer dieser Punkte, den werden wir heute angehen. Einer dieser Punkte werden wir heute angehen. Aber vorher gehen wir mal kurz schlafen. Aber wir werden schon in dem Bereich sein, wo unser neues Haus hinkommt. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht aus dem Tofu noch was anderes mal machen sollten. Im Moment haben wir noch Essen, das sollten wir erstmal aufbrauchen. Ich hatte aber auch gesagt, dass wir regelmäßig Essen kochen wollen, ne? Tofu. Lass uns doch mal gucken, ob wir irgendwie einen schnellen Snack, ob ich schnell einen schnellen Snack für euch hier machen kann. Kartoffelsuppe. Und mal was Leichteres hier. Brokkoli-Dip. Oh, Schokolade. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir irgendwie diese ganzen Sachen herbeikriegen. Butter, das ist eine Zutat. Karamell. Oh. Ne. Eine Erdbeereiscreme. Haben wir Erdbeeren? Haben wir Vanille? Ja, oder eine gebackene Kartoffel, ne? Eine gebackene Kartoffel mit Tofu und Scallion. Kartoffeln haben wir ja, ne? Das. Also mit dieser Tür, ne? Ich weiß ja nicht, wie das euch geht, aber zum einen ist die Tür sehr laut. Und zum anderen sehr nervig. So, Erdbeeren tatsächlich. Wir sagen, wir machen uns mal zwei Schüsseln Erdbeereis. Einverstanden? Leckeres Erdbeereis. Wir können auch Kuchen machen und so, aber ich will jetzt erstmal nur einen kleinen Snack zwischendurch. Und hab schon wieder vergessen, was die Zutaten waren. Achso, eine Mixing Bowl. Okay. Also, zur Belohnung, dass wir die Reise überlebt haben, gibt es jetzt erstmal leckeres Erdbeereis. So. Und da haben wir es auch schon. Brauchen wir nur eins? Achso, weil noch ein Tofu fehlt. So, lecker, lecker, lecker. So, wenn wir dann gleich ein bisschen gearbeitet haben, dann haben wir Marschverpflegung, können uns die zur Belohnung reinpfeifen. Was ist hier denn los? Bist du... Ich weiß immer nie, ob der reif ist oder nicht. Wir müssen da echt schauen, dass wir auch hier dranbleiben. Wir wollen ja mit den Bewohnern, wollen wir auch noch handeln. Ja, und ich denke mal, ihr seid genauso gespannt wie ich, ob das was wird, was ich vorhabe. Aber ich hatte da was dunkle Erinnerung und das würde ich mir gerne mal anschauen. Vorher machen wir noch ein bisschen Jute. Kann man immer gebrauchen. So, und zwar würde ich gerne zwei Bewohner einziehen lassen, da wo wir unser Haus bauen. Aber ich habe da so in Erinnerung, dass... Moment, lassen wir eben nach den Gärten gucken, nach den Bäumen, die wir zuletzt gepflanzt hatten. Wir hatten ja diese Herbstbäume gepflanzt. Und ich hatte einen so einen großen... Oh, die Apfelbäume, guck mal. Nein, das sind Kirschbäume. Wir haben Kirschen und Kokosnüsse. Oh, wie awesome.
Da sollte man dann auch was rausbauen. So, und zwar, da oben ist das Holzhaus. Und dann habe ich überlegt, ob wir Folgendes machen können. Wir haben ja hier unsere kleine Schweinefarm. Hallo, Schweinchen. Was? Warum ist das eigentlich alleine? Hallo? Da ist doch der andere. Ja, denen geht's gut. Die sind glücklich hier. Die können immer schön gucken und fragen sich, wann ich irgendwann da oben runterfalle, wenn ich da was baue. Und in diesem Stile wollte ich die anderen Gebäude auch machen. Das Problem ist aber, jetzt muss ich eben kurz gucken, habe ich denn genug Holz und so dabei? Weil wir sind ja gerade an der Quelle. Junglewood. Wenn wir irgendwas bauen wollen. Wir brauchen noch ein paar Baumaterialien. Habe ich denn hier noch Holz? Oakwood, ja, das sollte reichen. Denn, hier vorne kommt unser Haus hin. Und da habe ich mir was überlegt. Das habe ich noch ganz dunkle Erinnerungen, als wir hier diese Gegend zum ersten Mal erkundet haben. So, müssen wir nur gucken, ob ich es wiederfinde. Das war nicht... Also hier kommt ja dann unsere Terrasse oder irgendwas hin. Wunderbar. Und jetzt weiß ich nicht, ob wir das... ich hätte das gerne noch so ein bisschen, dass man hier... das ist gerade, glaube ich, nicht so ganz, wie ich mir das... Weil hier vorne... Es könnte funktionieren, aber das ist gerade nicht das, was ich im Sinn habe. Pass auf. Ich zeig dir das mal. Wir gehen einfach mal hier außen rum. Ja, ihr seht die Abwechslung, ne? Wir hatten jetzt auch mal ein paar Redefolgen. Da oben sind noch Bäume, wo Früchte dran hängen, die wir mal abernten können. Und dieser Baum ist auch ziemlich arm irgendwie. Ich hätte was gesagt, den fällen wir und bauen da lieber einen neuen nochmal hin. Jetzt komm ich noch gar nicht zu dem, was ich eigentlich machen wollte hier. Also hier kommt irgendwann noch ein neuer Baum hin. Oder kommt da gerade ein Samen? So, dann packen wir mal die Kirschen, die Kokosnüsse weg. Das Crafting Table brauche ich so auch nicht. Das brauche ich nicht. Die Steine brauche ich nicht. Und? Kein Samen? Naja, wir können schon mal gucken gehen. Und zwar hatte ich in Erinnerung, dass hier irgendwo... Also hier kommt unser Haus hin, ne? Hat man ja so gesagt. Da müssen wir eventuell nochmal ein oder zwei runtergraben oder sollen wir das so lassen? Vielleicht noch eine runter. Und irgendwo war das hier unten? Da war's. Hier war's. Genau. Da gehen wir jetzt mal hin. Da habe ich nämlich so ein paar Ideen. Hier fällt ich keine Samen ab. Sehr merkwürdig. So, wie kommen wir denn da hin? Hallo Muku! Ja, hier durch. Genau. Sehr gut. Pass auf. Was ist hier für ein Loch? Oh, da ist Marmor. So, hier möchte ich was bauen. Das Problem ist nur, da müssen wir ein ganz bisschen Terraforming machen, weil ansonsten ist das hier einfach nur so ein dunkles Loch, aber wie ihr vielleicht sehen könnt, ist das hier eine schöne Höhle. Ja. Da müssen wir noch ein bisschen bauen hier und dann würde ich gerne hier noch ein paar Sachen reinstellen, aber hier das hier so, das gefällt mir noch nicht hier. Muss man da irgendwie hergehen können? Nee, ne? Können wir das noch ein bisschen wegbauen? Das macht das hier so dunkel. Und dann würde ich gerne hier was hinbauen. Dazu muss ich gleich nochmal zurück zum Haus.
Sie sind ja schon wieder hungrig. Wie viele Gärten hier sind. Wie viel Zeug hier rumsteht. Guck mal, hier ist Kohle. Die nehmen wir erstmal mit. Und Marble, den können wir auch nicht stehen lassen. Entschuldigung, ich muss das mal eben wegmachen. Dauert auch nur ganz kurz. Weil wir wollten ja zum Beispiel unser Kühlhaus mit Marble machen und dann hatten wir immer zu wenig. Und dann sind wir irgendwie durch die ganze Welt gereist und haben überhaupt kein Marble mitgenommen, weil wir eigentlich deswegen losgelaufen sind. So. Ja, den müssen wir mitnehmen. Das geht nicht. Den kann ich nicht hier einfach stehen lassen. Da muss man nur aufpassen, dass nicht auf einmal Kreide ist. So, und dann haben wir hier ein kleines Gebiet mit einer Höhle. Dann ist da ein Baumstamm mit Pilzen drauf. Dann ein Baum. Und vielleicht hat der eine oder andere ja schon eine Idee, was ich hier hinbauen möchte. Allerdings ist das Problem an dieser Stelle, ich meine, die ist schon relativ hübsch so. Allerdings ist es noch ein bisschen dunkel. Da weiß ich noch nicht, wie wir das hinkriegen sollen, dass hier ein bisschen mehr Licht hinkommt. Außer, hervorragend. Außer dadurch, dass wir Fackeln hinsetzen, aber das meine ich jetzt nicht, sondern hier muss noch ein bisschen Licht reinkommen. So. Wir können natürlich die ganzen Wände weiß machen hier unten, aber das ist nicht das, was ich meine. Wir müssen eventuell oben ein paar Bäume fällen. Ach, guck mal, hier kommen wir hier wieder raus. Eventuell können wir hier noch einen Keller reinmachen, wenn das so groß bleibt. Dann machen wir das erstmal nur zu. Weil wir sind hier unter unserem zukünftigen Haus. Fangen wir jetzt schon unfreiwillig unser Haus anzubauen hier. Das wäre dann was für die nächste Folge, aber in dieser Folge werde ich auch noch nicht fertig. Das sehe ich schon kommen. Eieiei. Ja, wir machen mal eben den Marmor weg, ne? Erstmal gönnen wir uns jetzt hier ein leckeres Erdbeereis. Oh, das haut auch gut rein. Lecker. Und er sprach, es werde Licht, doch er fand die Fackel nicht. So, also, wir wollen mal eben nur kurz den Marmor wegmachen, das geht auch ganz schnell. So, dann habe ich überlegt, das Haus, was wir da oben bauen wollen, das neue Holz, was wir haben, oder dieses Akazienholz, dieses weiße, die konkurrieren gerade noch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir ein modernes Haus bauen oder erstmal so ein klassisches mit, wie viel Marmor wir hätten das hier? Erstmal so ein klassisches mit, ne? Eichenholz, aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der kein Eichenholz mehr sehen kann, wenn wir schon andere Holzsorten haben hier. Dann sollten wir die, glaube ich, auch verwenden. So, den Marmor müssen wir natürlich noch brennen. Aber dann können wir den wieder verwenden, um da oben unser Lager, das soll ja so ein Hightech-Future-Lager werden und die sind ja immer in so großen Betonklötzen mit weißen Wänden. Ups. Oh, das lohnt sich aber hier. Wieso? Hätte mir mal sagen können, dass ich die falsche Spitzhacke nehme. Ja, jetzt lass mich mal kurz überlegen. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die ich jetzt vergessen habe mitzunehmen, weil ich wusste nicht, wo die Stelle ist. Das heißt, wir bringen gleich mal eben den Marmor in unsere automatische Schmelze. Ich überlege, ob wir da eine Möglichkeit haben, in dieser Schmelze noch so zu bauen, dass wir noch andere Sachen außer der Reihe da rein packen können, die auch verarbeitet werden. Andererseits spricht ja nichts dagegen, dass das einfach dann auch in die Kisten einsortiert wird, ne? Brauchen wir höchstens irgendwann mal einen Chunkloader, weil die Reichweite, ich glaube nicht, dass wir in demselben Chunk jetzt mit den Öfen sind. Das bedeutet, dass die Öfen jetzt stillstehen und wir da nicht weiterkommen. Ja, wir haben übrigens in den letzten Folgen viel auch über Themen geredet. Auch das würde ich natürlich gerne weitermachen. Aber ich glaube, viele von euch nutzen das wirklich so ein bisschen zum Einschlafen auch. Und da ist es eigentlich, glaube ich, egal, was ich rede, ob ich über Themen rede oder über das hier, was wir gerade tun. Zumal wir ja jetzt jede Menge auch geplant haben. Sag mal, wir können hier echt schon für unser Haus. Das ist ja hier oben drüber, ne? Oder ist es da? Ne, da ist das, ne?
Das wird schon so eine Art Keller hier. Ein geheimer Keller. Ein großer geheimer Keller. Wenn irgendwann vielleicht doch mal andere Minecraft-Let's Player hier drin mitspielen, dann können wir hier heimlich unsere Sachen verstecken. Und auch bewachen lassen. Spoiler. Ne, wir bauen eben den Marmor ab. Das ist, das geht ganz schnell. Und da sind wir auch ruckzuck mit durch. Ich kann den nicht hier. Ich kann den nicht. Oder sollen wir das als Steinbruch erstmal lassen hier? Und wir wissen, dass wir hier wieder hinkommen können. Aber das funktioniert nicht mit der Idee, die ich habe. Glaube ich. Pass auf. Das könnte funktionieren. Wenn wir das vernünftig zumachen können hier. Oh, da sind die Pilzis. Die wollen wir natürlich... Ja, dann können wir hier so ein... Muss ich mal leider einmal die Blume abreißen. Ja, wir könnten hier so einen Schacht hinmachen. Wir müssen eh... Für das, was ich vorhabe, muss eh was mit der Leiter hingebaut werden. Ja, die nachfolgenden Staffeln verschieben sich um circa 2 Jahrhunderte. So, pass auf, das machen wir zu. Und das machen wir zu. So, und dann muss ich mal überlegen, wir werden das hier als Steinbruch benutzen. Ich sehe das schon. Das heißt, wir stellen direkt mal hier ein Crafting Table hin. So, weil wir müssen noch ein paar Sachen bauen. Jetzt überlege ich gerade. Also lass uns mal eben das Eichenholz aufmachen. Und dann brauche ich mal eben Leitern. Die würde ich gerne... Ja, wie machen wir das denn jetzt? Moment noch nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle hier, ehrlich gesagt. Wie kann ich das lösen? Ach, ganz einfach so. So. Und dann kommen wir einmal hier rein. Ja, ich glaube, das funktioniert. Aber ich nehme lieber noch ein paar mehr Leitern, weil ich kenne ja mein Ungeschick. So. Ja, ich würde mich übrigens sehr freuen, wenn ihr diese Videos weiterempfehlt. Ihr seht sicherlich, wie viel Liebe für mich in diesem Projekt drinsteckt. Und es ist immer schöner, wenn man das mit vielen Leuten zusammen erlebt. Wir haben es auf Garderoll 2, weil das, ich habe das ja jetzt auch mal erklärt, ne, was die Hintergründe sind, dass man das als YouTuber macht. Warum also jeder YouTuber und seine Oma immer einen Zweitkanal hat. So, pass auf, hier hoch. Und dann kann man hier raus. Gut, das ist ungefähr so, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, so, dann... Wir müssen hier ein paar Bäume fällen. Das geht nicht anders. Und dieser Marmor, der muss auch weg. Pass auf, dann machen wir zumindest den Marmor weg. Ich möchte, dass das so ein bisschen so eine dunkle Höhle wird hier. Und wie ihr seht, ist das keine dunkle Höhle. Es gibt übrigens mit Tinkerer's Construct, glaube ich, ist das... Da gibt es bessere Äxte und so. Ich glaube, die sollten wir uns auch mal gönnen. Weil ich glaube, ihr habt jetzt hinreichend gesehen, wie ich hier mit einer Axt mit einem Block Auflösung hier Dinge auseinanderbaue. Das reicht dann auch irgendwann. Irgendwann ist das auch gut. So, also hier der Marble muss auf jeden Fall weg. Das müssen wir jetzt leider mal wirklich eben machen. So, dann überlege ich, ob wir hier das Gras auch rausnehmen. Weil das gehört eigentlich auch hier in den Innenbereich gehört das nicht hin. Und der eine oder andere mag jetzt vielleicht schon an, was ich vorhabe. Oh, Gravel. Ja, ich mache mal eben den Marble weg. Das können wir eigentlich wieder mal... ein Thema ausgraben, aber jetzt ist die Folge schon fast rum.
Also, ich hatte mir das auf jeden Fall anders vorgestellt. Dafür kriegen wir jede Menge Marmor und Salz. Ich würde vorschlagen, ich mache das jetzt immer so ein ganz bisschen weiter zwischen den Folgen. Und dann sehen wir uns dann wieder, wenn hier diese Wand weg ist. Und dann gehen wir mal kurz zurück und holen ein paar Sachen, die wir noch brauchen. Und bringen den Marmor zum Schmelzen. Das ist ja ein bisschen Hin- und Herlauferei. Wir müssten uns überlegen, welche Steine wir hier nehmen. Und diese Limestones, die sind mir schon recht sympathisch. Das ist so rauer Stein. Was ist das hier oben für einer? Rhyolith. Ist mir nicht dunkel genug, ehrlich gesagt. Ah, jetzt können wir mal kurz gucken. Hier wird es ja auch heller. Hier ist noch mehr Kohle. Also ich würde da so ein paar Bäume am Rand hier wegmachen. Und oben diesen ganzen Steg würde ich auch wegmachen. Außerdem würde ich gerne gucken, wo wir hier noch hinkommen. Ja, und das alles noch mehr in der nächsten Folge von Mein Bauernhof. Ja, nochmal die bitte empfehlt die Videos weiter. Teilt sie auf Facebook, teilt sie mit euren Freunden. Auf Twitter, auf Instagram, was es da nicht alles gibt, würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Dreht euch jetzt einfach um. Lasst noch ein bisschen die Musik auf euch wirken. Kommt zur Ruhe und schlaft ein. Übrigens könnt ihr mir auch immer sehr gerne unter meinbauernhof@garderol.com meinbauernhof@garderol.com könnt ihr mir sehr, sehr gerne eure Themenvorschläge schicken, über was ich vielleicht mal reden soll. Oder wenn ihr vielleicht ein Problem habt, ne, bin ich euer Domian, der übrigens vielleicht ein Comeback feiern wird. Und dann können wir auch darüber reden. Ja, wir wollten hier einfach nur mal eben kurz, wollte ich euch hier was zeigen und wir wollten was basteln und jetzt sind wir hier nur am Marmor drin. Also, bis zur nächsten Folge, schlaf gut, dreht euch um, träumt was Schönes, bis zum nächsten Mal. Und ich werde in der Zeit ein bisschen die Bäume verdünnen und hier noch den Marmor entfernen. Würde ich sagen. Bis dann. Tschüss. Dieses und viele andere fantastische Videos in meinem Kanal gibt es dank der fantastischen Unterstützer auf Tippi. Schau doch mal selber vorbei. tippi.com/garderol und erfahre mehr darüber und über die Belohnung und viele weitere Infos zu diesem Kanal. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung.